Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du auch beim dritten Teil wieder dabei bist. Mein Tagesziel heute heißt Sveg. Das sind entspannte 170 Kilometer. Auf dem dortigen Campingplatz, Svegs Camping, habe ich bereits 2020 mit meinem Sohn einen Zwischenstopp eingelegt. Er ist zwar nichts Besonderes, aber die Infrastruktur stimmt. Die Stellplätze sind sehr eben, die sanitären Einrichtungen gepflegt und sehr sauber und es ist trotz der Nähe zur Stadt relativ ruhig. Direkt neben dem Campingplatz ist ein ICA, eine Tankstelle und das eine oder andere Geschäft. Wer essen gehen will, hat im näheren Umfeld auch einige Möglichkeiten. Ich mache mich also gemütlich auf den Weg und genieße die schöne Landschaft, die bei Sonnenschein noch mal viel schöner ist. Eigentlich wollte ich auf dem Rastplatz Sandsjön nur eine kleine Pause machen. Es kam aber anders als gedacht. Es wurde ein richtiger Wow-Effekt. Ich parke, leine meine Kessi an und vertrete mir die Beine. Und dann dieser Ausblick. Wow! Ich erreiche Sveg. Links der ICA und die beiden Hauptsehenswürdigkeiten von Sveg. Der große hölzerne Bär und rechts die weiße Kirche. Gleich nebenan der Campingplatz Svegs Camping. Oh, der Platz vom letzten Mal ist noch frei. Da stelle ich mich doch gerade wieder hin. Tisch raus, Stuhl raus, im Kessis Zaun aufgebaut und dann erstmal genießen, dass wir da sind. Am Abend schaue ich dann noch ein bisschen Fernsehen, als ich draußen einen lauten Schlag und laut lachende Kinder höre. Um sicher zu gehen, schaue ich nach, was die Göhren angestellt haben. Ich muss sagen, die schwedischen Kinder haben die gleichen Flausen im Kopf wie die Deutschen. Sie haben mir doch den Stecker aus dem Stromkasten gezogen. Naja, ich stecke ihn wieder rein und gut ist. Dachte ich zumindest. Als ich wieder im Wohnmobil war, zeigte das Control Panel keinen Stromanschluss an. Oh Mann! Hoffentlich hat die Elektrik durch den Schabernack nichts auf die Ohren bekommen. Das fehlt gerade noch. Nochmal Stecker prüfen. Raus, rein, mal daran wackeln. Mist, immer noch nichts. Auf einmal fällt mir ein, dass am Stromkasten ja auch noch eine Sicherung war. Diese Mistkerle.
haben Sie doch die Sicherung auch rausgemacht. So, zum Glück alles wieder in Ordnung. Blutdruck wieder runter und den Abend weiter genießen. Eigentlich hatte ich heute vor, mit Cassie zum Sveksjön zu laufen. Das sind ca. 10 Kilometer. Aber nach 3 Kilometer drehen wir wieder um. Der Weg ist eine normale Straße, die auch noch relativ stark befahren ist. Und das ist blöd. Also zurück zum Wohnmobil. Sonst hat Sveg ja nicht so viel zu bieten. Ich plane schon mal ungefähr den morgigen Tag. Es liegen so circa 400 Kilometer vor uns. Ziel? Wilhelmina. So gegen 9.30 Uhr mache ich mich auf den Weg. So langsam komme ich in die Region Südlappland. Man kann die Weite und Schönheit langsam erahnen. In Dorothea mache ich eine kurze Pause und bewundere unter anderem die Kunstwerke. Am späten Nachmittag erreiche ich, etwas außerhalb von Wilhelmina, den Campingplatz Cole Gordons, Stuckby und Camping. Ich habe ihn unter anderem wegen der extrem hohen Bewertungen bei Google ausgewählt. Und ich muss sagen, die haben nicht übertrieben. Der einzige Nachteil an der Sache ist, dass ich nicht der Einzige war, der sie gelesen hatte. Es ist doch für diese Jahreszeit sehr voll. Selbst die Stygas sind gut belegt. Da ich heute Morgen bereits um 4:30 ausgeschlafen habe, mache ich mich frühzeitig auf den Weg. Schließlich wollte ich heute den nördlichsten Punkt meiner Reise erreichen, den Polarkreis und Jokkmokk. Dieser Fluss mit seinen Stromschnellen lädt doch zu einer Pause ein. Der Mann hier mit seinem Saab wird gleich noch eine Rolle spielen. Ich leine Cassie an und mache ein paar Bilder von dem reißenden Fluss. Nun aber zurück zu dem Mann mit dem Saab. Als ich zum Wohnmobil zurückkomme, winkt er mich zu sich und fragt, wo ich herkomme. Mit einem Mischmasch aus Deutsch und Englisch erzählt er mir, dass dieser Fluss eigentlich ausgetrocknet ist. Dadurch, dass das Wasserkraftwerk etwas oberhalb Revisionsarbeiten durchführt, hat man das Wasser hierher umgeleitet. Er ist sehr gesprächig.
74 Jahre alt und geht, seitdem er 15 Jahre ist, zur Jagd. Damals hat ihn sein Vater mitgenommen. Außerdem hat er in der Nähe auch eine Jagdhütte. Sein Auto, ein alter Saab, ist übrigens Baujahr 1994. Sorry, aber das sieht man ihm auch an. Er gibt mir noch einige Tipps, was man in der Gegend alles unternehmen könnte. Ich bedanke mich freundlich und wir verabschieden uns. Dann fahre ich wieder los. Da ich ja noch einige Kilometer, ca. 360, vor mir habe, entscheide ich mich, die Tipps mal hinten anzustellen. Aber das weiß er ja nicht. Zum Glück! Wer in Lappland unterwegs ist, sollte immer ein offenes Auge auf den Straßenrand haben. Oh, wo zwei oder drei Rentiere sind, da sind auch immer noch mehr. Und richtig. Vorhut hat der Herde gemeldet: Achtung, Fototermin, alle auf die Straße! Und immer schön gemütlich, nur keine Hektik. Weißes Rentier ist auch dabei. Danke. Ach, was ist Lappland so schön. Diese Weite ist unbeschreiblich. Einfach nur genießen. Oh, da ist ja mal ein Auto. Gegen 15 Uhr erreiche ich den Polarkreis und mache eine kleine Pause und ein paar Bilder. Ist ja schließlich Pflicht. Thank you.
Ich mache mich dann auf die letzten paar Kilometer nach Jokkmokk. Um ca. 16.30 Uhr erreiche ich den Campingplatz Arctic Camp am Rande von Jokkmokk. Die sehr nette Dame an der Rezeption spricht sogar Deutsch. Hier ist wirklich nicht viel los. Da ich von den ganzen Eindrücken total fertig bin, liege ich bald selig schlummernd im Bett. Wenn ihr wissen wollt, was ich die nächsten Tage unternehme, lasst ein Abo da. Dann werdet ihr bei den nächsten Videos benachrichtigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.